Willkommen zu einer weiteren Folge auf Life and Land und ihr seht, das Haus ist gedreht. Aber man kann ein Haus nicht drehen, sondern ich habe das Haus, das hier stand, wo die Tür auf der Seite war und die Leute wohl Schwierigkeiten hatten reinzukommen. Ich kann das gar nicht verstehen, man kann doch hier über die Klippe klettern und dann rein ins Haus, oh, gar kein Problem. Nein, das war wohl schwierig und dann habe ich einfach ein neues Haus daneben gesetzt und als es gebaut war, das hier abgerissen. Hier liegen noch Materialien rum, das finde ich ganz cool. Ich gehe mal davon aus, dass die irgendwann abgeholt werden, wenn die mal gebraucht werden. Und ich habe die Zeit jetzt auf ganz langsam eingestellt, denn wir stehen kurz vorm Winter. Und ich schaue mir gerade mal diese Anzeige hier oben an und die macht Probleme, glaube ich. So, das ist Anzahl Tage, wie lange die eingelagerten Lebensmittel voraussichtlich reichen. Die reichen für 0,3 Tage, das ist nicht wirklich lang. Und im Winter werde ich auch diverse Sachen nicht kriegen können. Da wird es kein Weizen geben, es wird keine Beeren geben. Jetzt habe ich lange Zeit rumgeguckt. Oh, was ich mal kurz machen muss. Ich habe hier auch irgendwie Blödsinn eingestellt. Das habe ich auch gesehen. Das muss ich mal kurz... Oder habe ich es weggenommen? Nee, das muss ich mal kurz löschen. Weil irgendwie habe ich was eingestellt und ich habe dann... Ich habe wohl Kupfer gekauft. Ich wollte gar kein Kupfer haben. Ich habe auch minus 7 Gold. Ah, das sieht damit nicht gut aus. Deswegen mache ich jetzt die Zeit erstmal langsam... Wir müssen uns in Ruhe mal ein bisschen was angucken. So, und ich habe mal geguckt. Hier in der Jägerhütte, in der Jagdhütte, haben wir relativ viel Fleisch. Und hier ist auch Fleisch. Warte mal. Irgendwo konnte ich das sehen. Genau. Gelieferte Güter, 36. Die gelieferten Güter werden entsprechend der vorgegebenen Tätigkeit verarbeitet. Okay. Das sind gelieferte Güter. Die lagern jetzt hier drinne bei der Feuerstelle. Und, aber gelagert sind sie nicht. Das finde ich ein bisschen komisch. Was heißt denn geliefert? Ja, geliefert heißt, sie sind jetzt hier. Oder wie? Oder was? Komme ich noch nicht so ganz hinter. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal geschaut, wer kann denn... Das ist ja rohes Fleisch. Das könnt ihr ja so nicht futtern. Das ist ja nicht gut. Wer kann denn das verarbeiten? Da habe ich lange rumgeguckt und habe dann irgendwann... genau hier, bei der Bäckerei gesehen. Produziert. Komme ich da ran? Ja. Fleisch. Ah, Fleisch im Teig. Fleisch im Teig. Ich dachte, die braten einfach das Fleisch. Ah. Dazu brauchen sie dann natürlich wiederum Mehl. Was wir, glaube ich... Ich weiß gar nicht. Hups. Ich weiß gar nicht, wie viel Mehl wir haben. Lass mal gucken. Ja, 10. 10 ist ja nun wirklich gar nichts. Boah, ich kann mit diesem Fleisch ja nicht wirklich was anfangen, ne? Gartes Fleisch? Aha. Garen die das? Wer gart das? Garen die das hier? Da bin ich noch nicht hintergekommen. Wer gart das Fleisch? Wer macht das hier? Ah, gut, das könnte ich jetzt alles verbessern, aber mit Bronzeschmuck. Also im Moment sieht es bei mir sehr mau aus und ich muss wirklich ein bisschen haushalten mit dem, was ich habe. Ach, guck mal hier, jetzt 36. Ah, doch. Ach doch, die garen das. Weil das rohe Fleisch geht runter und das geht hoch. Ja, ich hoffe, ich komme über den Winter so. Ich kann im Moment gar nicht viel machen. Ich könnte natürlich jetzt Handel treiben, ja. Aber ich habe auch gar kein Geld. Ich kann nichts einkaufen. Ich müsste eigentlich mal was verkaufen. Das Tutorial ist soweit durch. Kann ich jetzt ein- und ausblenden? Ich blende es mal aus. Ich soll halt zusehen, dass es den Bewohnern gut geht, ne? Das ist meine Mission. Ich könnte hier halt Handel betreiben. Und ich habe aber nicht wirklich irgendwie groß was. Wir können das hier mal nebenziehen. Was ich jetzt anbieten könnte. Getränke habe ich viel. Wasser. Ich weiß aber nicht, ob es sich lohnt, Wasser zu verkaufen. Ich habe Feuerholz. Das werde ich garantiert behalten. Ich habe Rosholz. Könnte mal... Ich habe sehr viele Äste. Ich kann ja mal gucken, ob man Äste... Ob sich das überhaupt lohnt. Nahrung, Materialien. Da muss es hier sein. Neuer Eintrag. Jetzt möchte ich mal einfach Äste. Und da musst du auch sehr aufpassen, was du machst. Hier gibt es zum Beispiel zwei Balken. Das ist für den internen Markt, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, ich verkaufe das intern. Ich würde es ja gerne extern verkaufen. So, wenn ich jetzt den Regler hier verschiebe, steht da, unser Marktplatz wird diesen Artikel an fremde Fraktionen verkaufen. Treiben ja schon Handel oder haben ja schon Beziehungen zu einem anderen Fraktion. Solange wir mehr Anlage haben... als der eingestellte Schwellenwert. Okay, was ist auf der Seite? Unser Marktplatz wird diesen Artikel von fremden Fraktionen einkaufen. Nee, wir wollen nicht einkaufen. Wir wollen verkaufen. Genau, der Pfeil geht raus und Pfeil rein heißt halt, wir kriegen das. Guck mal, jetzt zeigt er mir nämlich hier an.
Ich habe ja 276, das ist wahrscheinlich die Grenze hier. Da, wo jetzt ist. Und viel weiter lässt er mich natürlich nicht kommen. Dann lass uns doch mal 60. Ist das wahrscheinlich, ist das der Wert pro Ast? Ast, 0,3. Ich denke mal, ein Ast wird 0,3 Gold bringen. Na komm, wir verkaufen 100 oder was. Ich hoffe, das macht der. Nee, warte mal, ich habe doch 267. Dann müsste es ja eigentlich höher gehen. Naja, der Schwellenwert, ne? Ja, da ist er schon bei 200, komisch. Aber das ist ein sehr krasser Sprung. Ich kann natürlich auch hier... Ja, ich kann das auch einzeln angeben. Sagen wir mal 100. Ob der Handel jetzt schon so losgeht? Was ist das eigentlich? Ach, das ist der interne Markt. Oh Gott. So, hier wäre jetzt ein neuer Eintrag. Da könnt ihr mir was Neues aussuchen. Da möchte ich aber nichts nehmen. Ich versuche es nochmal mit Wasser. Ob ich jetzt sagen kann, ich verkaufe ein bisschen Wasser. Huch, wo ist denn da der Schwellenwert? Ich habe 693 Wasser. Getränke? Wasser? Ich würde das gern verkaufen. Warte mal. Ah, ich bin hier falsch. Oder? So, das hat er jetzt, ja. Ich glaube, ich war eben falsch. Genau, Wasser. Ne, trotzdem. Da hat er irgendwie keinen Schwellenwert. Warum nicht? Weil er zeigt mir nicht an. Also ich stelle es mal 100. Aber ich muss nichts bestätigen oder so. Ich kann nur einen neuen Eintrag machen. Ich lasse das mal einfach so. Ich meine, das steht ja auch so da. Ja, ob wir es verkauft bekommen, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wird interessant. Falls ihr das wisst, ob das richtig eingestellt ist oder nicht, oder ob ich da was falsch mache, schreibt es gerne in die Kommentare. Habe ich gar nichts gegen. Gut, okay. Darum haben wir uns gekümmert. Wir haben auch Dreck, sehe ich gerade. Hier sammelt sich Dreck. Was ich mich frage, was machen die mit dem Dreck? Ob der mit der Zeit abgebaut wird, also ob das ja Kompost ist quasi, oder ne, von alleine irgendwie weggeht, oder ob das immer mehr wird und ein großes Problem wird. Und... ich muss mal schauen, wo wir das sehen konnten. Ja, hier Dreck. Da siehst du, wie die Belastung ist. Ich kann es mal auch anzeigen lassen, ne? Klar, hier ist die Dreck. Die Dreckbelastung am höchsten. Und das zieht sich wahrscheinlich über das ganze Gebiet. Da stinkert das ein bisschen. Naja, nu, ist halt so. Kann man nichts machen, ne? Genau, hier ist alles chico. Hier ist alles schön. Alles wunderbar. So, irgendwo konnte ich auch sehen. Das, ach, jetzt muss ich mal gucken, wo das wieder herkam. Ja, kannst halt eben alles filtern. Hitze... Natur, und man kann sie das hier so anzeigen lassen halt, ne? Hitze, Wasser, ist klar, hier nichts Wasser, da Wasser. Da ist schön, da ist Wasser. Naja, und so weiter und so fort. Haltet die Karte, darfst du gerne wieder aufmachen. Genau. Jetzt frage ich mich gerade, ich konnte, war das hier? Zählung, genau, bei Zählung. Da kannst du dir die Verteilung der ganzen Tiere angucken. Und jetzt hatte ich mal einen Hinweis bekommen, oder in einer Folge, da stand, oh, oh, ich glaube, ich habe Ratten gesehen. Tatsächlich ist die Rattenpopulation wirklich sehr hoch. Ob das ein Einfluss von mir ist, also hier war normal und auf einmal ging das richtig hoch. Ich kann mir vorstellen, dass ich da irgendwie was zugetan habe. Hm, alle anderen Tiere, gut, die sind auch hochgegangen, aber hier vor allen Dingen krass hoch, wieder runter, wieder hoch. Ja, wir Menschen sind hier unten, ne? Da ist noch nicht viel passiert. Das ist noch sehr weit unten. Oh, und man konnte sich, glaube ich, auch Ratten anzeigen lassen, wo die sind. War das... Irgendwie ging das. Ich kriege das nicht mehr zusammen. Irgendwo auf der Karte. Wollte ich mal anzeigen lassen, wo die... Warte mal, war das... Hier waren, glaube ich... Warte mal. Ah, ja, jetzt hier. Guck mal da. Nehmen wir mal die Ratten. So, hier ist halt Rattenpopulation. Wo ist das bei mir? Hier. Sehe ich das falsch? Da. Ne, das ist eine Katze, oder? Los, Katze. Hol dir die Ratten. Hol sie dir. Da ist eine Ratte. Da. Kleine, elende Ratte. Ich glaube, wir brauchen mehr Jäger. Vor allem, guck mal hier, die laufen hier rum. Der Waschbär. Ey, knabberst du mir das an? Nee, ne? Guck dir das mal an! Das ist eine ganze Rattenfamilie hier. Hallo, Jäger? Können wir irgendwie... Kann ich dir irgendwie sagen, was du jagen sollst? Was haben wir denn? Jage Ratten! Aber das geht mal ganz schnell nach oben, mein Freund.
Rothirsch. Ja, Ratten musst du jagen. Ey, das ist ja gut. Ey, da bin ich wirklich mal gespannt, ob die Population jetzt runtergeht. Also ein bisschen haben wir wohl schon gejagt. Ich werde hier mal Lagerkapazität, die machen wir nochmal höher. Da brauchen wir ein paar Bretter. Tonwaren werde ich auch haben. Habe ich Tonwaren? Ich guck mal kurz nach. Ja, habe ich ein bisschen da. Ey, lass mal die Lagerkapazität hochballern. Und dann werden Ratten gejagt. Und dann ernähren wir uns von Ratten diesen Winter. So, willst mal sehen. So, wir machen die Zeit mal wieder ein bisschen schneller. Man kann hier auch Tag-Nacht-Zyklus ausschalten, steht da. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aktiviere oder deaktiviere den Tag-Nacht-Zyklus. Im Moment passiert da nichts. Ich hätte es gedacht, es wird nicht dunkel. Aber ich meine, es muss ja nicht dunkel werden, weil die pennen ja auch. Sag mal, frisst du mir das letzte Zeug hier vom Feld? Geht's noch? Ah, die arme Kuh, die sucht halt was, ne? Was ist denn eigentlich mit der Milch? Gibt's hier Milch? Oh, da wird auch Fleisch produziert. Wie machen die das denn? So, sammle Produkte, ja. Milch, wir haben null auf Lager. Kann es sein, dass ich vielleicht eigentlich irgendwie so ein bisschen Felder brauche für so einen einfachen Stall? Personal haben wir, da passt auch nur einer rein. Die Andrea. Ah, guck mal hier. Ah, wir haben Schafe. Schlachte das Tier. Nein, nein. Diese Entscheidung möchte ich nicht treffen. Also ich habe Schafe. Schafe geben für gewöhnlich keine Milch. Kann ich auch bestimmen, was hier reinkommt? Da ist ja kein Tier. Da kann man nichts. Ich traue mich nicht, hier raufzuklicken. Diese Verantwortung möchte ich wirklich nicht übernehmen. Tiere. Schafe. Ach, guck mal. Ratten. Halt hier mal schön Ratten. Ah, guck mal hier. Kühe. Ja. Nee, rein damit. Kapazität 2. Es würden 2 Kühe reingehen. Hallo, Kuh. Effekte. Bedürfnisse. Die Kuh hat Bedürfnisse. Ich möchte umsorgt werden. Die Kuh... Ja, ich kann dich umsorgen hier drinne. Da. Da. Zuppel die täglich jemand am Euter, wenn du willst. Das ist kein Problem. Okay, also wir haben Schafe. Habe ich jetzt auch nicht mehr. Warum? Wo sind die Schafe? Haben die jetzt weggemacht? Oh, ich glaube, wir haben mehr Fleisch bekommen. Kann das sein? Rothirsch. Feldhasen. Kann das sein, dass das Ding auch einfach sehr ungünstig steht? Ich finde das so geil. Ratten, Alter. Wer hält sich denn Ratten? Wer macht sowas? Katzen. Ob das Ding einfach sehr ungünstig steht? Das kann ich mir vorstellen. Weil hier irgendwie keine Tiere so im Umfeld Kreis sind. Gut, hier eine Kuh, aber das war es dann auch. Da hätte ich das eher da haben sollen. Weiß nicht, wobei, aber wir produzieren ja. Kann auch einfach sein, weil jetzt das Jahr zu Ende ist. Die letzten Tiere wurden jetzt halt umsorgt. Und dass da jetzt vorbei ist. Ich könnte jetzt hier neues Personal holen, aber ich werde einen Teufel tun, jetzt Leute hierher zu holen, wo ich so wenig zu essen habe. Ja, das mit dem Verkaufen haut, irgendwie passiert da nichts, ne? Kann natürlich auch sein, dass meine Produkte nicht so interessant sind. Dass die sagen, Wasser haben wir selber. Ich kriege auch immer mehr Wasser und euer Holz könnt ihr ehrlich gesagt auch behalten. Oder warte mal, jetzt habe ich aber weniger Holz. Oder? Lass doch mal gucken, also Stöckchen. Ja gut, die werden ja aber verbraucht hier bei mir. Da muss ich noch irgendwas anklicken. Unser Marktplatz stellt diesen Artikel intern zur Verfügung. Nee, nee, intern will ich nicht. Ein fremder Dings, ja. Ja. Aber irgendwie passiert da nichts. Aber es kann auch einfach sein, dass es... Handelsprotokoll. Es kann auch einfach sein, dass es mega uninteressant ist, was wir hier verkaufen. Gut. Gut. Ist aber auch mein kleinstes Problem jetzt, ne? Die Rattenpopulation. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also, ich habe ja jetzt umgestellt, dass die Ratten holen sollen. Wie sieht's hier aus? Ratten. Achso, maximal 2,30. Ja, geht so. Und ich mach das auch mal an. Denn nur wenn man das anmacht, passiert auch was. Oh Mann, ich habe das gar nicht eingeschaltet. Jetzt können sie Ratten jagen. Jetzt geht's los. Ja, hier, da. Hol sie dir. Hol dir die Ratte. Hol die Ratte. Los. Jawohl. Naja, tut mir wirklich leid, aber lieber die Ratten als ich. So, dann müsst ihr da eigentlich... Ja, Rattenfleisch. Lecker.
Meine Leibspeise. Okay. Ah, ich muss da viel mehr hingucken. Also ich habe das jetzt hier alles hingebaut. Bam, 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 bam. Ohne groß darauf zu achten, was passiert. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, und was habe ich denn dadurch ein paar Sachen verpasst halt, ne? Hole Brot, hole Früchte. Gut, das könnte ich alles abstellen. Ja, hole Pilze. Mach doch, hol doch. Hole exotische Früchte. Wollte ich ja mal einkaufen, aber... 4 von 2 Zutaten verfügbar. 4 von 2? Hä? Hä? 4 von 2 Zutaten sind verfügbar. Okay. Ja, ich frage da gar nicht nach. Brot wird noch gemacht. Ja, wahrscheinlich die letzten Zuckungen, die wir noch haben hier. Getreide haben wir ja... Das ist Gras. Getreide haben wir 18. Ja gut, da wird noch draus was gemacht. Wir kommen 0,3 Tage zurecht mit unserem Kram. Was? Ah, warte mal. Was ich mal bauen wollte. Im Moment gucken wir nur rum hier. Ich hatte bei den Bürgern gesehen, die wollen ganz gern ein bisschen beten. Die wollen ein bisschen beten, ihren Glauben ein bisschen kundtun. Und da wäre das so ein Schrein gar nicht schlecht. Das wäre echt zum Schreien, wenn wir das hätten. Ja, okay. Das ist die Frage, wohin? Zentral wäre natürlich gut. Hier wohnen viele. Hier sind Felder, ist doof. Es kann aber auch sein, dass sie natürlich das... Ja, ich weiß nicht, wo sieht das Zentral hier... Komm, hier hin. Mach mal hin da. Und diese Pfeile zeigen ja auch immer hin, wo die Leute rein und rausgehen. Ne? Das habe ich bei dem Ding komplett ignoriert. Ah, okay, so liefert ihr Waren? Ja, Steine kommen schon mal. Habe ich überhaupt Tonwaren gerade auf Lager? Genau 10. Priorisier das mal bitte. Ich möchte sicherstellen, dass das da reingeht. Also die Leute haben nichts zu essen, aber sie können halt beten für Essen. Ist ja auch nicht schlecht. Also, der Glaube versetzt Berge. Vielleicht füllt er auch den Magen. Ich weiß es nicht. So, was haben wir da noch alles Schönes? Ja, die Schneiderei. Das wäre natürlich auch eine interessante Geschichte. Aber die benötigt schon einige Sachen, die ich auch gar nicht habe im Moment. Schneiderei wäre richtig gut. Was ich auch mal machen wollte hier. Nee, Personal aufnehmen nicht. Ich wollte das Ding erweitern hier. Zum Rathaus ausbauen. Ja, da brauche ich wieder 10 Tonwaren. Erweitere das Gebäude um neue Räume, verbesserte Materialien und Möbel. Damit können komplexere Objekte... Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, ich brauche noch nicht komplexer. Nee. Was kostet das nächstgrößere? Ein Bauernhof. Da habe ich richtig Bock drauf. Also ich glaube, wenn jetzt der Winter rum ist, wir machen mal ein bisschen schneller. Wenn der Winter rum ist, ich habe gesagt, wir machen ein bisschen schneller. Wenn der Winter rum ist, dann hätte ich Bock auf einen Bauernhof. Irgendwo schön, da brauchen wir ein bisschen Platz. Schön Bauernhof. Den baue ich hier hin. Hier hätte ich eigentlich starten sollen ganz vor Anfang. Also war das, glaube ich, was ist vorgesehen. Aber ich glaube, die Fläche, also hier haben wir angefangen. Und ich habe gleich gesagt, nö, wir gehen da hoch. Weil hier sind auch Wege, die ich überhaupt nicht genutzt habe. Man könnte den Bauernhof hier packen. Hier schön Bauernhof. Getreidefelder davor. Einzäunen ein bisschen. Vielleicht ein paar Obstbäume. Gut, die müssen das ziemlich weit schleppen, aber das ist mir doch egal. Ich muss den Weg ja nicht machen. Außerdem hält das fit. Das ist gesund. Wo würden die denn hochgehen? Dann würden sie hier wahrscheinlich hochgehen, da lang, ne? Also das könnte ich mir vorstellen. Ne, hier so eine richtig schöne... LPG bauen wir da hin. So, was machen wir hier gerade? Im Moment gucke ich eigentlich nur mehr, ne? Aber ich bin ja auch der nur verwaltet. Ne, ich habe ein Auge drauf. Was passiert hier? Wo muss ich reagieren? Ich habe nichts zu essen. Da muss ich gar nicht reagieren. Lass uns doch mal nach der Rattenplage. Also Ratten werden ja gejagt. Ich habe es ja jetzt eingestellt. Was haben wir denn noch viel? Also das macht wahrscheinlich total Sinn, da so ein bisschen... Oh, jetzt geht's aber richtig ab hier. Aber guck mal, die jagt da ja auch. Obwohl ich es nicht eingeschaltet habe. Das ist auch wieder komisch. Ob das so sein soll? Ob das so ein Early Access Ding ist irgendwie? Also ich sag ja, pausier das mal und er jagt es trotzdem. Und alles geht auch gleichzeitig hoch. Das ist ein bisschen komisch. Jetzt habe ich das oben nicht gelesen, was er da hatte. Also das wäre mal interessant, ob das vielleicht so noch ein Bug ist oder... Weil er jagt ja alles gleichzeitig. Also alles kommt gleichzeitig rein, ganz komisch. Und geht auch wieder gleichzeitig runter. Und alles gleicher Wert. Ah, okay. Könnte sein, dass das noch so ein bisschen Early Access Problem ist. Aber gut, das ist halt, das ist normal. Dafür ist er ja da.
So, Wasser wird fleißig geschöpft. Verkauft wird so nichts. Ich glaube, dass einfach meine Waren mega uninteressant sind. Wir können aber mal zur Hochebene gehen. Bewege Person und Güter zwischen zwei Karten. Okay. Karte auswählen. Ja, aber ich will das ja nicht intern. Ich will ja von die Hochebene. Aber da kann ich nicht... Das verstehe ich jetzt auch nicht. Warum kann ich jetzt nicht sagen, ich möchte von Casual Town zur Hochebene was transportieren? Fehlt mir da noch irgendwas für? Was haben wir denn hier? Freier Handel. Schließt ein Freihandelsabkommen. Vielleicht brauche ich auch das. Siedlungsrechte. Zusammenarbeit. Wir vereinbaren Zusammenarbeit. Lass uns doch mal Siedlungsrechte... Oh, sie verlangen 100 Brot. Nein, das machen wir erstmal nicht. Wir brauchen keine Siedlungsrechte. Ich könnte doch mal zu den Dudes. Das kostet nur 10 Brot. Lass doch mal da hin. Vielleicht ist es da viel besser. Vielleicht haben die das viel bessere Angebot. So. Ach, der Winter. Er quält mich so. So, das wollte ich aber eigentlich mal gucken. Was machen eigentlich die Ratten? Zählung. Ja, hier. Haha. Hab sie in die Schranken gewiesen. Richtig gut. Rothirschjagen ist okay. Was ist das hier? Waschbären. Ja, gut. Aber die Rattenplage, die kriegen wir jetzt gerade in den Griff. Wir haben die Hügel entdeckt. Oh, irgendwas ist hier. Oh. Was haben wir denn? 4 Leute. Aber jetzt sind sie weg. Aber jetzt sind sie wieder da. Was hast du? Was hast du denn? Ich möchte meinem Glauben nachgehen. Da sind wir gerade dran. Und du möchtest gern Kleidung haben. Ja, ich... Und das möchte er so ein bisschen. Nach der Arbeit möchte ich etwas anderes trinken als nur Wasser. Ja, die wollen alle eine Schenke, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass ich überhaupt nichts habe für die Schenke. Aber nicht ganz so schnell wuseln. So, was haben wir denn? Ein eisiger Winter. Ja, das weiß ich. Guter Vorrat an Feuerholz. Also Feuerholz müssen wir aber eigentlich haben. Lager. Ja, wir haben Feuerholz. Also Holz haben wir. Du kannst ja auch irgendwie gucken, ob den kalt ist, ne? Komfort. Komfort ist mittelprächtig, aber ist okay. Extra Komfort. Kann ich gerade gar nicht machen. Wahrscheinlich kannst du hier in der Hütte gar nicht mehr machen. Ach, jetzt gucke ich mir die Mathilda an. Ich will mir die Mathilda nicht angucken. Kann man hier mehr machen? Komm, wir machen mal extra Komfort. Ein bisschen extra Komfort. Und Haustiere dürft ihr auch haben. Könnt euch eine Ratte holen. Ich empfehle eine Ratte. Da haben wir sehr viele von da. Ah, guck mal, wir haben was gelernt. So, das Ding arbeitet hier auch. Und macht im Endeffekt dasselbe wie er hier, ne? Ah, guck mal, habe ich schon abgebaut. Das Ding habe ich schon abgebaut. Aber abgeholt wird es irgendwie nicht. Wir haben hier keine Zeit. Hier auch nicht. Hier liegen 10 Bretter. Vielleicht ist mein Lager aber auch voll und die können es gar nicht einlagern. Bretters. Wo waren denn Bretters nochmal? Waren hier Bretters? Er ist voll halt, ne? Dann holt er das ja auch nicht weg. Die Töpferei, die macht ein bisschen was. Was ist eigentlich mit meinem Schrein? Ist der schon... Oh ja, der ist schon fertig. Richtig gut. Warum lagerst du da was ein? Lager doch bitte nichts in den Schrein ein. In den Schrein einlagern. Guck mal, da kommen sie... Guck mal, kommen sie alle hin. Yeah, feiern das. Es ist kalt, es ist kalt. Predigen zu ihrem Gott. Mach mal warm, Junge. Ich weiß nicht, ob der da Einfluss drauf hat. Ich bin euer Gott. Und, aber daran kann ich leider auch nichts ändern. Also ich könnte schon was ändern, aber ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Denn der Winter ist einfach... ist unerbärmlich. Unerbärmlich? Was ist das denn wieder für ein Wort? Der Winter ist erbärmlich. Unerbärmlich? Was redest du da, Captain? Was mich mal interessiert, angelt der was? Füttere Fische. Bist du des Wahnsinns? Nein. Keine Fische füttern. Warum soll ich die Fische füttern? So, was haben wir denn da? Da haben wir eine Fischerei. Das war ein ganz schönes Projekt, ne? Ach, du musst die auch mal füttern, wa? Sonst kommt da wahrscheinlich nichts. Ah, es ist auch möglich. Es ist auch möglich, sie zu füttern. Man muss nicht. Es ist möglich. Ob wir uns so ein Ding mal holen?
Muss hier mal einen Platz finden, wo ich das hinstellen kann. Ja, so wäre doch gut. Oder kann man es vielleicht gar nicht hinsetzen jetzt, weil kalt und so? Irgendwas davon wird wahrscheinlich auf dem Land sein müssen. Vielleicht muss das Ding so irgendwie. Nee, das muss ja, der muss das ja hier voll. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt ihm. Ah, warte mal, vielleicht so. Aber auch nicht. Ah, das krieg ich schon noch raus. Ah, das krieg ich schon noch raus. Da, da schläft nämlich ein Fisch. Eine Forelle. Da schläft eine Forelle. Ey, wir haben Geld verdient, irgendwie. Oder, keine Ahnung. Irgendwer hat noch einen Groschen gefunden in der Tasche. Yes, wir sind wieder im Spiel. Also ich sammle ziemlich viel Wasser, aber ich werde es auch nicht los. Ich verstehe das nicht, wieso ich nicht handeln kann damit. Aber vielleicht wird es auch wirklich keiner haben. Unser Marktplatz wird diesen Artikel an fremde Fraktionen verkaufen, solange wir mehr am Lager haben, als der eingestellte Schwellenwert. Wir haben mehr am Lager, als der eingestellte Schwellenwert. Ich könnte auch weit höher stellen, aber... Oder ist das der Wert, den ich damit verdiene? Pro keine Ahnung was? Ich weiß es nicht. Was steht da? Handelsprotokoll? Ja, Protokolle, also es ist kein Handel. Es wurde noch nie Handel betrieben. Protokoll sagt nein. Neuer Eintrag bringt mir nichts. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ich muss irgendwo raufklicken. Jo, und jetzt handeln. Entfernt diesen Eintrag vom Marktplatz? Naja, aber eigentlich ist das dann doch eigentlich... Ah, warte mal, nee. Ein Antwort? Warte mal. Unser Markt stellt diesen Artikel intern zur Verfügung. Muss ich das vielleicht auch einstellen? Nee. Verkaufen, anbieten. Was ist denn für intern? Unser Marktplatz stellt diesen Artikel intern zur Verfügung. Solange wir mehr... Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen intern. Sie können kaufen meine Leute das oder was? Ich mach das mal so. Da bin ich gerade völlig überfragt. Ich könnte wahrscheinlich auch nachlesen, aber nee, will ich nicht. Was steht denn hier so? Umbinden. Nein. Der Marktplatz heißt Marktplatz und er bleibt ein Marktplatz. Aber da bin ich mir noch nicht so... Noch nicht so ganz schlüssig. Wie sieht es denn bei mir bei den Tonwaren aus? Weißt du was? Ich mach das jetzt hier. Komm, pass auf. Bam. Hau rein die Tonwaren. Ist wahrscheinlich völlig völlig unvernünftig, was ich hier gerade mache. Aber egal. Jetzt macht natürlich keiner was. Jetzt ist dunkel. Hier, komm, los. Raus aus den Federn. Los, bam. Oh, das ging aber flott jetzt. Jawohl, da haben wir das Ding jetzt aber hochgefahren hier. Ein wahres Prunkgebäude und die leben hier in solchen armseligen Hütten. Sehr schön, das haben wir. Aber das hat... Na, ich muss wahrscheinlich noch mehr Komfort haben, ne? Eine Schreinerei. Ja, Schreinern ist nicht... Kupfer schmiedet Barren zu Gütern. Stellt Güter... Was ich ja mal bräuchte, eigentlich wäre hier, ne? Ziemlich schon mal Zinnerz abbauen. Zinnerz. Ein bisschen Zinn. Ich habe noch keinen Kupfer gefunden. Es kann sein, dass ich auf meiner Karte gar keinen... Alter, was hier an Tieren rumfleucht und kreucht, ne? Ich glaube, wir brauchen hier einen Jäger. Ne, aber ich muss doch irgendwie eine Mine haben. Irgendeiner muss das was sammeln können. Wer sammelt denn das? Wer macht denn das? Wer macht denn sowas? Einfache Schmelzerei. Nee. Der Bienenstock. Oh, ein Bienenstock wäre auch cool. Das geht doch gar nicht. Steinmetz. Alter, die heulen. Die machen aber richtig schönes Konzert hier. Ich schicke gleich mal den Jäger vorbei. Da habt ihr aber einen Grund zum Heulen. Oh. Ja, was los hier? Oh. Bam. Neues Jahr, neues Glück. Das ist richtig gut. Aber ich wollte es trotzdem gucken. Wer baut das ab? Was haben wir da? Kohlemeiler, Sägemühle, Molkerei, Eisenschmiede. Das ist Schmiede, Wassermühle. Es wird hierbei sein. Steinmetzwerkstatt, Rennofen, Glashütte, Bienenstock. Wer sammelt das ein? Das Zinnvorkommen. Wer sammelt Zinn ein? Also wer sammelt das? Was haben wir denn da? Forstplatz, einfacher Steinmetz. Rohe Steine. Der ist nur für Steine zuständig. Das ist ein Brunnen. Eine Töpferei, ja klar. Försterei. Was ich jetzt gerne Bauern würde, ja. Ich würde jetzt gerne Bauern.
Ich würde jetzt keinen Bauernhof bauen. Ich glaube, das ist ja vernünftig. Ein Bauernhof. Schön großen Bauernhof. Und mit viel Getreide. Ist aber weit weg, ne? Aber hier ist halt ein... Ja, ich könnte es auch hier hinbauen. Wie groß wird denn das Ding? Ach, geht eigentlich. Wie würden die hier überhaupt rüberkommen? Wie kommt ihr hier hin? Kann ich Brücken bauen? Kann ich Brücken bauen? Das wäre mal geil, ne? Großer Holzsand, Holztor, Steinmauer. Gesichertes Tor, ein Stauwehr. Das wäre mal gut. Oder ich flansch das hier hin. Das ist auch nicht schlecht. So, hier den Bauernhof hin. Ja, komm. Warum hat er hinten noch so eine Tür? Das macht mir ein bisschen Angst. Vielleicht sollte ich das so bauen, dass man von beiden Seiten rankommt. Komm, das kommt dahin, das Ding. So, da könnt ihr aber schön bauen jetzt. Meine Herren, jetzt ist aber richtig was los hier. So. Wege könnt ihr schon mal anlegen, das ist gut. Und da kommt ganz schön viel rein. 30 Ton waren allein schon. Aber meine Töpferei. Komm, mach mal hier Dings hoch, Junge. Die Lagerkapazität. Dann hat er wesentlich immer ein bisschen mehr Stuff auf Lager. Und dann ist auch die Frage, brauche ich die Sammlerhütte an der Stelle noch? Ich werde sie da lassen, weil da steht ja beim Bauernhof bei. Baut einen Bauernhof zum Sammeln und Lagern von Produkten. Der Bauernhof kann alles, was eine Sammlerhütte auch kann, aber ist effizienter, hat größere Lagerräume und wir können uns besser um die Gärten und Felder kümmern. Na, das ist ja halt die Frage. Ah, gut, aber ich lasse es beides da. Aber das hier schluckt natürlich Ressourcen, ne? Das, was ich auch mal holen wollen würde, glaube ich, mehr Personal. Also, Leute, also hier, ne, Bürgers. Ich brauche mehr Bürgers. Und ich würde ganz gerne mal das Ding bauen. Ne, würde ich nicht gern bauen, weil da brauche ich Bronzeteile für. Für Bronze brauchst du Zinn und... noch irgendwas. Warte mal. Ja, hier, das produziert er und er braucht dafür Zinn und Kupfer, ja, genau. Kupfer habe ich ein bisschen, habe ich nämlich gekauft. Aber ich kriege, wie, das ist gerade so ein bisschen, ich weiß gerade nicht. Eine Sammlerhütte wird ja wohl kaum einfach so Dings sammeln, oder? Die werden ja wohl kaum... Nee, das bietet er auch nicht an. Das bietet er auch nicht an. Aber wer sammelt denn... Dafür brauche ich doch irgendeine Mine oder sowas. Wer holt das ab? Das Ding hier wäre auch sehr interessant. Schneiderei. Das werden wir auch machen. Ja, ich werde die Zeit mal ein bisschen langsamer laufen lassen. Das ist wichtiger. Dann geht mir alles viel zu schnell hier. Na, ehe ich mich versehe, hocke ich hier in dem Menü. Und das Jahr ist einmal rum. Und das war's. Ah, was? Ja, Abortgrube, ja. Kleine Hütte, okay. Schankstube brauche ich auch. Benötigt Wasser, benötigt Milch, benötigt Wein, benötigt Getreidekörner. Benötigt sehr, sehr viel. Ein Kehrplatz. Hält die Umgebung sauber, putzt die Straßen und Orte in der Nähe. Das ist gar nicht schlecht. Brauche ich Stoffe. Das deckt gar nicht so einen kleinen Bereich ab. Ich glaube, das sollte man mal irgendwo hinbauen. Da steht schon irgendwas, Captain. Da kannst du nichts hinbauen. Ja, es geht wahrscheinlich effizienter, aber... Mach mal da hin. Das ist wichtig. Das ist im Rathaus. Was baue ich hier nicht gerade? Baustelle. Gras. Warum baue ich da... Warum? Warum? Mach das weg, Junge, da brauchst du einen Weg. Ach, so. So. Ja, ist halt alles, ne? Alles Pionierarbeit, was ich hier mache. So, wie sieht's mit meinem Bauernhof aus? Da wird schon geklöppelt auf jeden Fall ein bisschen. Es fehlt Tonwaren, aber es ist schon eine ganze Menge Ton da. Das ist auch gut. Das ist auch sehr gut. Weil dann würde ich gern viel Getreide da anbauen. Getreide.
Also echt große Getreide. Ja, genau. Und ich brauche ein Haus. Ich brauche mehr Behausung. Das, auf das andere kann ich nicht warten. Dann lass uns mal die Dinger hier bauen. Kleine Hütte. Wir brauchen mehr Bürger. Ich könnte hier einen hinstellen. Diesmal richtig rum. Ob die das Material da wegnehmen? Ich habe so ein bisschen Angst, dass sie es nicht machen. Lass es mal lieber. Weißt du was, wir machen hier hinten so eine kleine Siedlung hin. Das wird ganz drollig. So, ne, schön Neubaugebiet hier. Da, bam. Das wird aber ein ganz schönes Gigaprojekt jetzt hier, meine Herren. Dann bauen wir hier die Straße weiter. Ne, warte mal, das machen wir dann. So, so. Dann können wir hier so ein kleines Bäumchen pflanzen. Es ist auch, ne, ich bin auch so ein kleine Deko-Queen, ne? Das ist schlimm. So, dann baust du da hier, machst du das hier schön. Schön Obstbaum. Da einen hin. Da einen hin. Und die kriegen auch einen. Manchmal ist, wie hübsch das wird. Das ist ein richtig begehrter Wohnort, ist das denn hier. Da haben die richtig Lust drauf, hier zu wohnen. Hat sowieso jeder Lust drauf. Gut, wir haben zwar nichts zu essen, aber ist egal. Ist ja nicht schlimm. So. Ja, daher, ich hätte ja Bock auf so ein Fischdings, aber... Oder ging das wirklich nicht, weil Winter war? Ich kapiere noch nicht so richtig, wie ich das hinstellen muss. Was will der von mir? Was willst du? Was willst du? Also so kann ich es nicht hin... Also so würde ich das jetzt... Nee, macht ja aber auch keinen Sinn, ne? Gewässer. Ich kann es doch direkt auf dem Wasser ballern. Ah. Jetzt habe ich es rausgefunden. Ja, dann lass doch mal hier. Warte mal. Ja, bam. Kommt hier hin. Jetzt baue ich wieder zu viel. Ich baue wieder zu viel. Und kann die gar nicht alle beliefern. Ja, das wird schon. Das wird schon. Das wird richtig gut. Aber Bauernhof bitte mal Priorität. Das ist ein sehr großes Anliegen. Und da fehlt nicht mehr viel. Es fehlt noch Gras. Gut, das kriegst du ja. Und Tonwaren. Und dann geht das hier ab. Und dann machen wir schön hier Getreide bis zum Abwinken. Ein paar Obstbäume dazu. Ich muss mal schauen wegen der Tiere. Haben wir jetzt eigentlich hier Tiere? Ja, Futter stellst du bereit, das weiß ich. Schafe haben wir. Rothirsch nicht. Feldhasen nicht. Waschbär nicht. Haben wir Kühe. Ratten. Wer soll da... Katzen. Keine Kühe. Erweitert geschickt den Platz für die Tiere. Ja, gut, das... Ich müsste ja überhaupt erstmal welche haben. Also ich kann ja theoretisch welche haben. Zwei könnte ich haben, aber... Die machen hier nur auf Schafe. Nee, machen sie auch nicht. Im Moment ist ja gar kein Tier hier. Ich glaube, die Position von den Dingen ist einfach total schlecht. Der Teil steht hier. Das ist ja... Das kommt weg. Komm weg. Mach das weg. Mach das hier weg. So. Weg. Das müssen wir irgendwo anders hinbauen. Das machen wir auch. Machen wir aber nicht mehr in der Folge. Nächste Folge sucht ihr mal ein neues Plätzchen. Ich denke, dass der Platz einfach schlecht gewählt ist. Ja, aber es wächst und gedeiht. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Der Bauernhof fertig. Hier meine neue Wohnsiedlung. Dann können wir neue Leute einladen, weil jetzt einladen ist schlecht. Ich habe keinen Platz für irgendwelche Leute. Die müssen gleich auf der Straße pennen, haben die aber keinen Bock drauf. Und dann wird das. Nach und nach wird das. Mit dem Handel muss ich nochmal gucken. Das will noch nicht so loslaufen. Aber das wird schon noch. Ja, das schaffen wir schon. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr in dieser Folge wieder reinschaut. Das wird richtig prima. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.